Hallo und herzlich willkommen zu diesem Tutorial über den Ex- und Import von Jar-Dateien von bestehenden Projekten und die Verwendung von Methoden und Klassen von einem Projekt im anderen Projekt. Letztes Mal hatten wir ein kleines Java-Projekt geschrieben, was die Klasse Tester beinhaltete und eine Main-Methode hatte, wo man zwei Sysout-Befehle hatte, die man hier nochmal sehen kann. Also der gibt einfach nur etwas auf der Konsole aus. Und wir möchten jetzt die Methoden und Klassen dieses Projekts in einem anderen Projekt wiederverwenden. Dazu können wir das Ganze auf zwei verschiedene Wege machen. Der erste und wahrscheinlich der bekannteste Weg ist über den Export eines sogenannten Jar-Files. Dieses Jar-File beinhaltet dann die Methoden und Klassen und kann von einem anderen Programm oder von einem anderen Projekt angezogen und verwendet werden. Und wie wir das jetzt machen, das sehen wir jetzt gleich, indem wir einfach erstmal diese Jar-Datei exportieren, indem wir auf das Projekt gehen, Rechtsklick, Export und dann sehen wir hier schon Java, Jar-File. Sagen hier Next und wir können das Ganze jetzt an einen beliebigen Ort speichern. Ich würde sagen, wir machen das jetzt in den Workspace unter Export und nennen das Java Project 1.jar. Das passt soweit schon ganz gut. Genau, der exportiert die Settings nicht. Wahrscheinlich braucht er das nicht. Lassen wir mal standardmäßig so eingestellt und sagen Finish. Und jetzt haben wir es exportiert. Jetzt müssen wir ein zweites Projekt erstellen, wo wir diese Klassen und Methoden verwenden wollen. Also, hier einmal Rechtsklick New Java Project und wieder ein Name, zum Beispiel de.hrw.integrator. Weil er eben die Methoden eines anderen Projekts integriert. Und sagen Finish. Jetzt haben wir wieder hier ein Projekt mit einem leeren Source Folder. Jetzt gehen wir hin und erstellen hier eine Klasse. Und sagen, diese Klasse sei zum Beispiel der Integrator. Und in dem Fall machen wir es uns bequem und sagen, wir wollen diese Public Static Void Main automatisiert für uns angelegt haben. Und genau, dann haben wir hier praktisch schon die Methode und können direkt loslegen. Wenn wir jetzt praktisch die Main-Methode der Klasse Tester hier verwenden wollen, dann geht es prinzipiell so, dass wir hier die Klasse als Name schreiben und einmal Punkt setzen. Und normalerweise erkennt er das, wenn er diese Beziehung Groß-Tester, also diese Klasse Tester, findet, also wenn er diese Beziehung auflösen kann. Kann er nicht, weil wir haben diese Jar-File noch nicht importiert. Dieses Importieren kann passieren über Rechtsklick auf das Projekt Build Path, Configure Build Path. Dann sieht man hier mehrere verschiedene Tabs und bei den Libraries kann man jetzt hier sagen Add Jars. Jetzt sieht man aber, dass man hier nur die in dem Workspace befindlichen Projekte und Ordner sehen kann. Anders als hier bei Add External Jars, da kann ich jetzt dieses Ding direkt ausführen und beziehungsweise direkt verwenden. Wenn ich jetzt Apply and Close drücke, dann funktioniert auch alles. Ich würde es trotzdem nochmal lieber anders machen. Und zwar eigentlich aus folgendem Grund. Dieses Projekt hat eine Projektstruktur, Projektordner und mit diesem Add External Jars verletze ich praktisch das Prinzip, dass alles, was ich für die Ausführung des Projekts brauche, im Workspace, in den Projektdateien und Ordnern vorhanden ist. Weil dieser Link zu diesen Add External Jars, der ist absolut. Wechsle ich den Computer, wo es diesen Link nicht gibt oder die Datei einfach unter dem Link nicht liegt, dann wird es einen Fehler geben. Deswegen macht das Sinn und deswegen machen wir das jetzt auch so. Wir werden dieses Java Project 1 Jar. Das werden wir jetzt nehmen und in den Workspace einsetzen. Das heißt hier Workspace Eclipse Integrator machen wir hier einen neuen Ordner, zum Beispiel Ext Jars für External Jars. Und hier geben wir das Ganze einfach rein. Genau, dann haben wir praktisch dieses Ding hier unter Add Jars in diesem Ordner und jetzt sehen wir, dass wir es nicht haben. Warum nicht? Weil dieses Ganze hier noch nicht refreshed hat. Das heißt, wir müssen
zuerst hier einmal dieses Projekt markieren, F5 drücken oder Rechtsklick Refresh und dann sehen wir hier diesen Ordner, weil dann lädt er einfach diese Dateistruktur nochmal neu. Okay, zweiter Versuch, Rechtsklick auf das Projekt, Build Path, Configure Build Path, Add Jars und jetzt sehen wir hier External Jars, dieses Jar. Sagen okay und jetzt wurde dieses Ganze so hinzugefügt. Wenn ich es jetzt exportiere als ZIP, woanders wieder importiere, kein Problem, funktioniert alles. Apply and Close und jetzt machen wir das Ganze nochmal. Tester. Und hier sehen wir schon, dass die Main-Methode vorgeschlagen wird. Jetzt hat man gesehen, dass er zwei Zeilen neu gemacht hat. Dass er nicht nur die Zeile 8 ist neu dazugekommen, sondern auch die Zeile 3, wo der Import spezifiziert ist. Da steht dann drin de.haw.javaproject1.tester. Das heißt, diese Klasse wurde importiert und kann jetzt so angesprochen werden. Genau. Als Übergabe sage ich jetzt hier einfach mal null, weil wir diese Übergaben, den Übergabenwert eh nicht brauchen in der Methode. Und wir führen das Projekt, den Integrator, jetzt einmal aus. Und Wunder, oh Wunder, es ist genau gleich wie im Projekt drunter. Dann, also es hat sich nichts verändert. Es hat jetzt praktisch die Methode des Testers ausgeführt, aber von einem anderen Kontext. Also von einem anderen Projekt aus. Das kann natürlich, es macht jetzt hier noch nicht so viel Sinn, aber wenn man größere Projekte hat und ein großes Programmierprojekt wird dann oftmals auch in Teilprojekte unterteilt. Macht auch ganz viel Sinn, wenn man verteiltes Arbeiten hat, dass der eine an einem Projekt arbeitet und der andere an einem anderen Projekt und die völlig unabhängig voneinander wursteln können. Aber zusammen ergibt das sich dann die Funktionalität, wenn sie diese zwei Projekte koppeln über diese Jar-Files zum Beispiel. Einen kleinen Weg zeige ich noch, wie man das Ganze ohne Jar-Export sogar schaffen kann, wenn die Projekte aber im gleichen Workspace sind. Dann kann man auch einfach sagen, über diesen Build Path, Build Path, Configure Build Path. Ich lösche jetzt nochmal dieses Java, dieses Java Project 1.jar lösche ich nochmal raus. Machen wir kurz Apply and Close. Jetzt sieht man auch wieder, dass er das nicht mehr kennt. Und jetzt mache ich den zweiten Weg. Das geht auch über den Build Path. Und dann sieht man hier unter Projects, da kann ich nämlich die Projekte, die im gleichen Workspace sind, einfach direkt auswählen und hinzufügen. Und so funktioniert das Ganze genau gleich. Also nochmal kurz der Test. Ich lasse den Integrator nochmal laufen. Und dann sehen wir hier, dass der Integrator ausgeführt wird und das macht, was der Tester macht, plus eben jetzt hier die Zeile 9, die anzeigt, dass es sich um den Integrator handelt. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.